Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder eine ganz besondere Betrügerin mitgebracht, die sich mit ihrem Callcenter hier für, weiß ich nicht, besonders schlau hält. Naja, es geht wieder um die Trading-Abzocke. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr besser nicht euer Geld einzahlen solltet. Guten Tag. Guten Tag, rede ich mit Hubschrauber? Ja. Ach so, schön kennenzulernen, Herr Hubschrauber. Ich vertrete eine internationale Investmentagentur Endurance Markets. Sie haben bei uns angemeldet, ja, Profit Maximizer, das ist vollautomatisches System für den Handel. Mhm. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich dachte, Sie sind die Wissensagentur und wissen das. Noch einmal bitte? Ich dachte, Sie wissen das so als Wissensagentur. Also, Enduring Markets, ja. Wir sind offizielle Vertreter, ja, für diese vollautomatische System. Ja. Ich bin ja persönliche Kundenberaterin, Lisa Braun. Mhm. Meine Aufgabe ist, ein bisschen mehr Informationen geben über dieses System. Und dann, ich kann Ihnen helfen, Ihr Konto aktivieren. Mhm. Ja, Herr Hubschrauber, sagen Sie mir bitte, das ist Ihre E-Mail-Adresse, gerald.hubschrauber@fan.de. Mhm. Ja? Mhm. Das ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja, so habe ich extra dafür erstellt. Ach so. Das ist Privat-E-Mail-Adresse oder das ist Arbeits-E-Mail-Adresse? Ja. Privat? Ja. Okay, ich versuche jetzt einen Brief schicken, ja? Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Posteingang zu überprüfen oder nein? Zum Briefkasten runter oder wie? Ah, Sie sind unterwegs? Nö. Okay. Ich habe gerade einen Schnitzel in der Haare. Aha. Okay. Und haben Sie andere E-Mail-Adresse oder nur diese? Nur die. Reicht doch. Noch einmal. Na, reicht doch, oder nicht? Brauche ich da jetzt noch mehr E-Mail-Adressen? Wie viele brauchen Sie denn? Mhm. So, wir können also per E-Mail kommunizieren. Ja, heute arbeiten Sie oder sind Sie zu Hause? Nö, ich bin zu Hause. Ah, Sie sind schon zu Hause. Okay, wunderbar. So, ich versuche jetzt einen Brief schicken, ja? Sie überprüfen Ihre E-Mail-Adresse und dann sagen Sie mir bitte, ob Sie haben diesen Brief erhalten, okay? Mhm. Hubschrauber, Augenblick. Schrauber. Ja. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder das ist Ihr erstes Mal? Mhm. Ja. Was? Haben Sie Erfahrung? Mhm. Können Sie bitte mir ein bisschen erzählen, welche Erfahrung haben Sie? Okay. So, haben Sie ja mit Aktien oder mit Rohstoffen oder mit Kryptowährungen? Mit Rohstoffwasser. Ach so. Und haben Sie allein gehandelt oder vielleicht mit einem Broker, mit Finanzexperten? Allein oder mit Broker? Ja. Was, ja, noch einmal. Mit Broker oder allein? Ja. Okay, ich habe verstanden. Augenblick. Ja. So, okay. Ich habe diesen Brief gesendet. So, können Sie bitte Ihr Posteingang überprüfen und... Bitte, haben Sie einen Brief von Lisa Braun erhalten? Nee. Nee, jetzt nicht, ja. Okay. Vielleicht es dauert ein bisschen, ja, ein paar Minuten, ja. So. Können Sie bitte mehr sagen, warum haben Sie bei uns angemeldet? So, Sie möchten testen dieses System oder möchten Sie ein stabiles, passives Einkommen zu haben? Welche Ziele haben Sie? Welches Ziel? Ein YouTube-Video machen. Aha.
Gewinn mal. Ja, genau, natürlich. Ja. Es klingt interessant. So, das System ist vollautomatisch, ja. Ich bin ja persönliche Kundenberaterin und Herr Hübschrauber, von unserer Seite, Sie erhalten Ihr persönlicher Finanzexpert. Sie erhalten noch einmal einen Anruf, ja, und dann Sie können Ihre Ziele besprechen. Wie viel möchten Sie erhalten? Ja, vielleicht möchten Sie 1 Million Euro haben auf Ihr Konto, ja. Ja, Das ist. nämlich. Okay, und dann ja, diese Experten entwickeln für Sie eine individuelle Strategie und dann Sie arbeiten zusammen, ja. Sie können alles besprechen und ja. Und wenn Sie haben Fragen, ja, Sie können mir die Fragen stellen und ich bin froh, alles antworten und bei allen Fragen helfen, Herr Hubschrauber. Okay. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie entschieden, mit welcher Betrag möchten Sie Ihr Konto aktivieren und anfangen Ihr Investitionswege? Ja, mit welchem Betrag? Na, weiß ich nicht. Mhm. Ja. So, wissen Sie, dass unser technisches Minimum ist 250 Euro? So, ich möchte Ihnen zeigen Ihr persönliches Konto, ja, und dann Sie können dieses Konto aktivieren Ja. mit diesem Betrag. Also, wir haben für Sie sind meine neue Kunden, ja. Deshalb habe ich für Sie ein Angebot via Probewoche. So, weil Sie haben gesagt, dass Sie haben Erfahrung, ja. So, Sie können unser System testen und wenn Sie aktivieren Ihr Konto mit 300 Euro, ja, 300 Euro, Sie können unser halten. Wie kann man sagen, ein kleines Bonus wie 50 Euro. Und bis Ende dieser Woche, Sie können mit unser Geld und Ihr eigenes Geld handeln. Und dann Sie können auszahlen dieses Geld und Ihr Nettogewinn. So, mindestens Sie können 120 Euro auszahlen. Mit Karte, mit Kryptotasche, haben Sie Kryptotasche oder? Oh Die nein, keine Verbindung ist gerade Kryptotasche. furchtbar. Okay. So, Sie können Banken beweisen, tätigen, ja, weil Sie haben Bankkonto, Sie können Geld zu Konto. Drei Möglichkeiten, ja, mit Bankbeweisen und mit Kryptotasche. Okay? Nichts angekommen. Okay. Haben Sie meinen Brief, ja, erhalten? Nee. Nein. So, vielleicht muss ich noch einmal überprüfen Ihre E-Mail-Adresse. So, gerald.hubschrauber@große, ja, Buchstabe mdccfan.de. Alles ist korrekt? Ist alles korrekt? Ja. Vielleicht probieren wir, machen wir so. Können Sie bitte schreiben mir eine E-Mail, ja? Ich buchstabiere für Sie meine E-Mail-Adresse. Nur Und eine wenn Sie gerne. One-Way-E-Mail-Adresse geht nur in eine Richtung. Ach so. Herr Hubschrauber, vielleicht Zukunft, ja? Mit Ihnen per E-Mail kommunizieren, ja, so, und verschiedene Termine vereinbaren. So, das ist bekannt für Sie, meine E-Mail-Adresse schreiben. Haben Sie Zettel und Kugelschreiber und ich studiere für Sie meine E-Mail-Adresse, meinen Posteingang. Und dann Sie können mir einen Brief schicken. Das ist bekannt für Sie. Ein Brief. Also. Meine E-Mail-Adresse ist so einfach, ja. Durant-Marketing.com. Muss ich buchstabieren, oder? Okay, noch einmal, ja. Lisa Ludwig Ida Samuel Anton. Punkt. Dann Braun.
Bertha, Richard, Anton, Ulrich, Nordpol, Ed, dann Name von meinem Unternehmen, Endurich, Emil, Nordpol, Dora, Ulrich, Richard, Ida, Nordpol, Gustav. Dann Minus. Und dann Markets. Martha, Anton, Richard, Kaufmann, Emil, Theodor, Samuel, .com. Ja, also Sie können mir einen Brief schicken, ja, und dann wir können alles besprechen per E-Mail. Und ich kann Ihnen alles Informationen schicken über unser Unternehmen, über dieses System. So viele Informationen, ja. Und Sie können mir Fragen stellen oder so und wir können einen Termin vereinbaren. So. Sie können mir nur Hallo schreiben vielleicht. Weil ich weiß nicht, warum haben Sie nicht meinen Brief erhalten. So, probieren Sie, haben Sie ja solche Möglichkeit jetzt probieren, mir einen Brief schicken. Nee, haben Sie nicht. Okay. Ja, ich schon. Letztes Mal rufe Ihnen und Ihr Kollege haben ja Telefon. Das ist nicht Ihre Privatnummer, oder? Das ist Ihre Privatnummer. Genau. Das ist, ja, okay. Wunderbar. Und Herr Hübschrauber, sprechen Sie nur Deutsch oder auch Englisch vielleicht? Koreanisch. Aha. So, do you speak English, yes? Nee, Koreanisch. Ah, ach so. Ich habe verstanden. Kein Problem. Okay, machen wir so. Können Sie bitte sagen, wann haben Sie Zeit, mir einen Brief schicken? Weil einen Brief? Ich brauche Ihre Postadresse. Ja. So, Sie haben meine E-Mail-Adresse, ja, und ich brauche Ihre E-Mail-Adresse. Aber ich weiß nicht, warum haben Sie nicht meinen Brief erhalten, so. Ich möchte überprüfen, ob, ja, also Sie können mir einen Brief schicken, ja, vielleicht schreiben Sie etwas, hallo Lisa, das ist Herr Hubschrauber und so weiter, ja, und dann, ich backe heute Meerschweinchenplätzchen. Noch einmal, Herr Hubschrauber. Ja, ich habe Meerschweinchen. Okay, Herr Hubschrauber. Und dann kommt der Plätzchenteig draus. So, Augenblick. Ja. Herr Hubschrauber, ich habe jetzt einen Termin mit meiner anderen Kunden. Ja? Warum das muss, denn? Okay, ich habe Zeit, ja? Versuchen wir so. Können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Weil, ja, ich schreibe, ja. Sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, hans.wurstwasser.hatgekostet.ist=essensreste@mdccfun.de. FUN.de, ja? Ja. So, noch einmal. Gerald.hubschrauber@mdccfun.de. Ja, das ist genau exakt das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das ist korrekt, meine Adresse, Sie haben recht. Sind Sie krank? Alles in Ordnung? Nee. Und Sie? Nee, bei Ihnen alles in Ordnung? Sind Sie ein bisschen krank, ja? Nein, ich bin ein bisschen krank, ja. Ja, merkt man. Ein bisschen krank. Ja. Aber alles ist in Ordnung. Keine Sorge. Vielleicht können Sie noch einmal Ihr Posteingang überprüfen. Ich habe so vielmals versucht, einen Brief schicken, aber ich weiß nicht, warum. Es löst nicht. Nee, haben Sie keinen Brief. Okay, so. Ich noch einmal möchte Ihnen bitten, Sie bitten, vielleicht Sie können mir einen Brief schicken, ja, und dann so. Zu meiner E-Mail-Adresse lisa.braun@endurientmarket-market.com. Ja. Sind Sie jetzt, benutzen Sie jetzt Handy oder Computer, PC? Wofür? Ich frage jetzt, Sie sehen auf Ihr Rechner, ja? Auf Ihr Computer? Oder benutzen Sie Handy? E-Mail-Box ist auf Ihr
Computer, ja? Ja. Okay. Herr Hubschrauber, ich bitte, ja, vielleicht können Sie mir einen Brief schicken. Ich warte ein bisschen, ja, alles in Ordnung so. Schreiben Sie bitte mir einen Brief. Ja. So, E-Mail-Adresse lisa.braun@endurance-markets.com. Ja. Ja. Ach so. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ach so. Und Herr Hübschraube, wenn es kein Geheimnis ist, was machen Sie beruflich? Lippenstifter, Costa. MDKK, MDCC, das ist eher Firma, ja? Das ist Name von Ihrer Firma, oder nein? Mhm. Aha. Und wie alt sind Sie? Entschuldigung für diese Frage, ja? Das ist 29. Nur mein Interesse. Noch einmal? 29. 25 oder 4? 29. Aha. Okay. Ah, Sie sind so jung. Mann. Ja. Okay. Okay. So, ich warte für Ihren Brief, ja? Mhm. Okay, ja. Ach so. Haben Sie gesendet diesen Brief oder nein? Nee. Nee, okay, ich warte. Ja. Ja. Und es ist Ihr freier Tag, ja, weil Sie sind zu Hause, oder? Mhm. Ja, okay. Und ich arbeite heute bis 19 Uhr. Mhm. Sind Sie schon bereit für Weihnachten? Haben Sie Geschenke gekauft oder nein? Nee. Nee, haben Sie nicht, okay. Haben Sie die Familie? Oder? Nee. Kinder? Abonniert. Nee? Aha. Okay. So, Herr Hubschrauber, noch einmal meine Frage. Haben Sie mir einen Brief gesendet oder noch nicht jetzt? Nee. Nee, haben Sie. Und wann können Sie mir diesen Brief schicken? Mach ich gleich. Ich prüfe ihn. Noch einmal? Ja. Okay. So, machen wir so, Herr Hübschrauber. Mein Angebot ist, kann ich Sie ein bisschen später zurückrufen? Nee. Ne? So, Sie können reden nur jetzt, ja? Ja. Nicht später, nur jetzt. Okay. So, ich bitte, ja, noch einmal. Ich bitte Sie noch einmal, ja, erneut. Versuchen Sie bitte... Herr Hilfschrauber, sind Sie da oder sind Sie einen Kaffee trinken? Nee, ich gegangen? Bin da. Okay. So, schreiben Sie mir bitte einen Brief, okay? Hallo, ja. Oder etwas. Mhm. Okay. Mhm. Muss ich noch einmal buchstabieren meine E-Mail-Adresse oder nein? Nee. Okay. So, wie lang dauert es? Ist gleich fertig. Aha. So, ich gehe in mein E-Mail-Box kein Brief von Gerald Hübschrauber. Ist gleich raus. Aha. Okay. So, wie geht es Ihnen? So. Ganz gut soweit. Haben Sie.
Haben Sie diesen Brief gesehen oder nein? Ja. Haben Sie, ja? Ja. So, Lisa Braun, lisa.braun@enduring-markets.com, ja? Nee. Gesehen? Ha? Zu wem haben Sie diesen Brief gesehen? Jetzt? Hallo? Hallo? Noch einmal bitte. Was? So, haben Sie mir diesen Brief geschickt oder nein? Ja. Haben Sie. Na klar. An Lisa Braun, ja? Nee. Ach so, an wen An die Sie den andere. Brief geschickt haben? Hanna Mannis. Anderes? So, wem haben Sie den Brief geschickt? Ich. Na, an die Hanna. Ah, das ist nicht So, gut. Herr Hubschrauber, ich habe, Herr Hubschrauber, ich habe darum gebeten, dass mir ein Brief geschickt wird, ja? So, können Sie bitte mir einen Brief schreiben und Ja. dann ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse und dann wir können per E-Mail kommunizieren. Ich kann, ja, Ihnen alles wichtige per E-Mail schicken und Ja. dann wir können Ihr Konto aktivieren. Aha. Ja? Ja. Aha. Ja, Sie sind so lustig heute. Haben Sie So. so schöne Laune? Ja. Lustig, wenn man den Betrüger verarscht am Telefon. Jetzt ist die Leitung wieder scheiße. So, ja? Ja. So. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie, okay, machen wir so mit keiner, ja, E-Mail-Adresse. Wir können Ihr Konto aktivieren mit keiner E-Mail-Adresse. Herr Ja. Hubschrauber, sagen Sie mir bitte noch einmal, mit welchem Betrag möchten Sie aktivieren Ihr Konto? Mit 15.000 €. 15.000 €. Das ist so ein großer Betrag für erstes Mal. Ich Das ist empfehle doch Ihnen, ja, mit nur ein Trinkgeld. kleinen. Ist doch nur ein kleiner Betrag. Ja, kleinen Betrag, vielleicht mit 500 € möchten Sie anfangen. Nee, schon ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Mit Ja. 1000? Ja. Okay, mit 1000 Nee, Euro. Okay, Herr fünfzehntausend. Hubschrauber. Machen wir so mit 500 € ja, für erstes Jetzt Mal. ist die Leitung wieder kaputt. So, Sie haben gesagt, dass Sie möchten mit 15.000 € Ihr Konto aktivieren. Ja. Aha. Erstmal kleine Und Brötchen haben Sie backen. dieses Geld auf Ihr Geld auf Ihr Bankkonto, ja? 15.000 €. Na, da habe ich doch viel mehr drauf. Okay, mehr haben Sie. Es freut mich. Ja. Sie Okay, nicht? Herr Schaub, mach. Okay, machen wir so, Herr Hirschhaben. Wie viel Möchten haben Sie Sie denn bitte so auf Ihr... Ihrem Konto? Noch einmal? Wie viel haben Sie denn so auf Ihrem Konto? Ah, das ist mein Geheimnis. Wie viel habe ich auf meinem Konto? So. Aber ich Entschuldigung. soll sagen. Aha, weniger, weniger, mehr weniger als Ja, ich. aber Sie arbeiten doch da an der Geldquelle. Sie haben recht, ja. Und warum sind Sie Haben dann so arm? weniger als so. Vielleicht bis 10.000 habe ich. Aber ich glaube, das ist kein Thema, ja, weil jetzt wir aktivieren Ihr Konto, ja? Mir juckt die Brust. Und was machen wir jetzt? So, Sie haben gesagt, dass Sie möchten Ihr Konto aktivieren mit 15.000 €, ja? Ja, erstmal keine Brötchen backen, bevor wir groß Okay. anfangen. Okay, öffnen Sie bitte Google-Suche oder Mozilla Firefox. Was haben Sie ja auf Ihr Laptop? Den Tor-Browser. Okay, und schreiben Sie dort einen Link, das heißt MoonPay. Ja. Und sagen Sie mir bitte, das ist bequem für Sie, Banküberweisung, oder vielleicht mit Visa oder Mastercard erste Einzahlung machen. No, wirklich nicht. Was ist denn da lustiger? Was macht denn da mehr Spaß? Mehr Spaß, ja. So, noch einmal, meine Frage ist, mit Visa oder Mastercard oder Banküberweisung? Na, welche muss ich denn da nehmen?
So, wählen Sie bitte. Welche Option möchten Sie? Drei Optionen haben wir. PayPal? Nein, Entschuldigung, wir arbeiten nicht mit PayPal. Wir arbeiten mit Visa oder Mastercard. Kein Problem. Das ist bequem für Sie, Banküberweisung tätigen. Manuelle Banküberweisung. Ja. Nehmen Sie auch Schokotaler? Noch einmal? Was? Nehmen Sie auch Schokotaler? Nein. Wenn du wüsstest, dass ich deine Zeit verplempert habe. Schon 32 Minuten lang. Herr Hufschauber, ich möchte Ihnen helfen, Aircon aktivieren, ja? Ja. Okay. Brauchen Sie immer so lange dabei? So, wir brauchen nicht so viel Zeit, vielleicht wir brauchen 5 Minuten zu aktivieren Ihrer Konto, ja, so, machen wir ja. So, ja. Ja. Viel Zeit. Sie haben gesagt, dass Sie sind jetzt in auf Ihrer Browser, ja? Ja. So, schreiben Sie bitte dort moonpay.com. Das ja. Ist ein Link, das ist ein Zahlungssystem. Moonpay, M wie Martha, Doppel O wie Otto, Nordpol, Paula, Anton, Y, ja. .com. Haben Sie? Aber na klar, mein Mensch. Was sehen Sie jetzt? Wo jetzt? Auf Ihr Bildschirm. Ja, was sehen Sie auf Ihr Bildschirm? Eine aprikofarbene Seite. Okay. Sehen Sie dort bei Krypto? Ja. Wählen Sie bitte Ihr Betrag. Wie viel möchten Sie überweisen? 15.000. Okay, schreiben Sie bitte 15.000. Ja. Ja, okay. Was sehen Sie jetzt? Ja, das, was ich eingetragen habe. Ja. Sie sehen bei BTC, ja? Mhm. Oder? Mhm. Oder was sehen Sie? Ja. Mhm. Und welche Tasten Sie? Was? Sie müssen schon ein bisschen deutlicher reden. Sonst versteht man Sie so schlecht, wenn Sie so undeutlich sprechen. Ich höre Sie nicht mehr. Ja. So, was sehen Sie jetzt auf Ihr Bildschirm? Das gleiche wie gerade eben. Welche Taste? Noch einmal bitte, Herr Hilfschauber. Das gleiche wie gerade eben. Hat sich nicht verändert eben? In der Zwischenzeit. Augenblick. Ja. Oh. Bleibe. Schinken kann in der Sonne stinken. Häuschen, noch dran? Huhu. Hallo? Herr Hubschrauber, sind Sie das? Ja. Ja. Okay. Jo. Noch einmal, was haben Sie auf Ihr Bildschirm, sagen Sie? Wie lange telefonieren wir denn schon? Ich verstehe gar nichts. Wie lange Können telefonieren bitte wir denn noch schon? Noch einmal wiederholen? So. Wie lange wir telefonieren wir denn schon? Wir haben ein paar Minuten Zeit. 30 Minuten. 36 Minuten? Ja. Ja? Mhm. Wie viele Kunden so. Rufst du da so in Machen der Zeit normalerweise wir. An? Noch einmal die Frage. Wie viele Kunden rufst du da in der Zeit so lange normalerweise an? Schreien Sie bitte nicht, okay? Na, du hörst doch nicht. Alles. Okay. Und? Tja, und dann hat sie sich aus dem Staub gemacht. Tja, was will man noch anderes von denen erwarten? Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Falls ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video mehr in Zukunft verpassen möchtet, abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Glocke. Denn dann gibt's auch immer eine kleine Information direkt aufs Handy. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen, vielen weiteren Videos. Schau auch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.